Hallo und herzlich willkommen zu Karate Champ. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, das ist das Original. Es war weder Fist noch International Karate, sondern Karate Champ. Das ist die 64er Version davon. Die ist, wie sage ich es mal so schön, gut wäre eine Frechheit. Ich mochte das Game damals nicht und so clunky wie die Steuerung ist, ihr seht ja, ich kriege hier gerade total ein vors Fressbrett, gefällt mir das auch nicht. Das Game ist von Data East und Data East hat tatsächlich System Free verklagt, weil das einfach zu gleich war. Witzigerweise Melbourne House haben sie dann eben nicht verklagt. Total logisch. Soweit ich weiß, hat er aber Data East aber auch nicht gewonnen oder so. Also, naja. Oh, schön. Ich habe tatsächlich mal getroffen. Bin mal gespannt, ob wir hier überhaupt irgendwas reißen können. Ich gehe mal davon aus, nicht. Aber dann habt ihr es einfach mal gesehen. Ja. Wird das jetzt mal ein Schieb-Punch im wahrsten Sinne des Wortes der Woche? Habt ihr gesehen, es ist eigentlich alles auf... Boah, das ist Animation, das ist, ja, gut ist wirklich was ganz anderes. Mal gucken. Boah, schon wieder verloren. Ja, riesig. Vielleicht kennen Leute noch das Game aus den Arcades. Da wurde es gespielt mit zwei Controllern. Einer eben, um, ne, die ganz normale Bewegung zu machen und einer, um dementsprechend dann auch zu agieren. Ja, darf ich jetzt noch was machen? Ja, es wird einfach nochmal neu gestartet. Ja, meinetwegen machen wir das nochmal. Ja, ich werde euch jetzt wahrscheinlich nur noch ein paar Minuten damit quälen. Also, ich sag mal, das ist das Original. Die C64-Version ist nicht gut. Ach, ist das eine Demonstration? Ja, komm, dann gucken wir uns doch einfach eine Demonstration an. Dann brauche ich ja nicht mal zocken. Das tut mir dann auch weniger weh. Ja... Guckt es euch mal an, also die Animation und so. Also ich, soweit ich weiß, das Arcade ist natürlich ein bisschen besser. Aber wahnsinnig genial fand ich das damals auch nicht. Da fand ich so Sachen wie Kung Fu Master und so fand ich interessanter. Aber gut, habt das auch mal gesehen. Haben wir es schnell durch. Ach, selbst die Demonstration gewinnt rot. Soll uns das was sagen? Ich weiß es nicht. Mal gucken, kann Weiß aufholen. Mach ich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal in meinen Sportreporter-Modus. Ja, Weiß setzt den ersten Punch. Weiß weiß, dass hier dementsprechend auf alles ankommt. Und nun wird es auch Zeit, alles zu zeigen. Denn hier beißt die Maus keinen Faden ab. Denn hier entscheiden Sekunden über Sachen. Und Sie sehen, Rot ist wieder da. Rot hat es begriffen. Rot möchte Weiß gar nicht nach vorne kommen lassen und ist wieder dabei, hier etwas zu schaffen, zu etwas kreieren und geht jetzt in Front. Ja, ist das eine Vorentscheidung, meine Damen und Herren? Ist das eine Vorentscheidung? Wir wissen es nicht. Gleich wissen wir es. Nach ein paar Minuten, wenn das Match gelaufen ist, dann wissen wir auch die Entscheidung. Und dann erzähle ich, wie ich das schon vorher gesehen habe. Weil ich bin ein guter Sportreporter. Weiß setzt zum nächsten Schlag an, aber Weiß ist immer noch hinten. Weiß muss nun etwas zeigen. Weiß ist unglaublich unter Druck. Ja, kann Weiß diesem Druck standhalten? Oh, es ist eine 50-50 Chance. Aber auch 50-50 Chancen können mal zu der einen oder anderen Seite tendieren. Bevor er fragt, du redest ja nur Scheiße. Ja, das machen die, glaube ich, wirklich nicht. Selbst die Demonstration gewinnt Rot. Ist das ein politisches Zeichen, dass nur noch Rot gewinnt? Vielleicht sollte das einfach mal Per Steinbrück zocken. Vielleicht hat er da noch Hoffnung. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagt er sich, hören Sie mal, junger Mann, verarschen kann ich mich selber und für 25.000 Euro gucke ich mir so eine Scheiße garantiert nicht an. Verstehe ich gar nicht. So, wir machen das nochmal. Ich quäl mich jetzt nochmal einmal dadurch. So, Versuch 2. Also macht euch keine Gedanken, die 10 Minuten schaffe ich und dann entlasse ich euch bei diesem Giganten. Boah, der Punch ist... Ihr slidet auch bei dem Punch automatisch. Das ist sensationell. Das ist...
Also eine Steuerung, sie könnte nicht präziser sein. Boah, vor allem auch so ein ganz spannender. Ihr seht, die Animationsphasen und so. Och, das ist. Nein, nein, nein. Also ich musste damals schon diskutieren, dass Leute mir erzählt haben, wie unglaublich gut dieser Titel ist. Nein, das ist er nicht. Und ihr seht, man wird hier ganz schnell ausgekontert. Ja, riesig. Habe ich noch eine Runde? Oh ja, ich freue mich ja so. Huhuhu, dieses Spiel zu spielen gibt einen unglaublich gutes Lustgefühl. Meine Fresse, ist das ein Gigant? Ho, 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 kann ich den würdig präsentieren? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnte ich ja einfach singen und tanzen und lachen und tierisch einen in die Fresse kriegen. Man weiß es nicht. Rot hat wieder getroffen. Das ist schön. Vielleicht kann man das doch als Musical. Ich treffe auch wirklich nichts. Ein Frontkick wurde gesetzt. Mitten in die Brust. Ihr merkt schon, ich versuche irgendwie diesen Titel spannend zu reden. Und wenn ich das schaffe, bin ich, glaube ich, wahrscheinlich ganz schnell Pressesprecher von Frau Merkel. Das ist eigentlich Ziel der Übung. Deswegen mache ich eigentlich nur Let's Plays. Also ich verrate das jetzt mal. Ich möchte eine politische Karriere starten. Allerdings natürlich über den zweiten, dritten, vierten, fünften Bildungsweg. Ich möchte ja nicht arbeiten. Ja, wer möchte das schon? Ich möchte einfach nur Geld kassieren. Oh, jetzt habe ich schon wieder verloren. Mein Gott. Hu, 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 hu. Das ist ärgerlich. Ich habe auch mal, um mal was anderes zu erzählen, ich habe auch mal vor, die NES-Version zu zeigen. Die ist nämlich auch absoluter Grottenkick. Die ist boah, auch absolut unterirdisch. Die gilt selbst bei Amis als eins der schlechtesten Games auf dem NES. Also könnt ihr davon ausgehen, so viele Giganten gab es da nicht. So, wir gucken uns jetzt noch einmal diese hervorragend spannende Demonstration an und ich werde einfach mal wieder in meinen unglaublich spannenden Erzählermodus gehen. Der Kampf beginnt. Zwei Elemente sind dabei, ganz was Großes zu verbrechen, nur für die schnelle Unterhaltung. Es ist ein Zeichen der unglaublich extremen Gewaltdarstellung. Es ist ein Zeichen der perversierten Medienwelt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es selber entscheiden, ihr könnt es machen. Und voten Sie jetzt! Ich finde immer hervorragend, um das mal zu erzählen, diese ganz tollen Gewinnspiele, ne? Harter, realistischer Journalismus und dann, Sie können ein Auto gewinnen! Hä? Was denn? Du hast doch gerade gesagt, der Kapitalismus wäre schlecht. Ja, genau, deswegen kannst du ja auch ein Auto gewinnen und musst es nicht kaufen. Und wenn er jetzt noch ganz Dingens ist, dann kannst du das Auto auch wieder verschenken. Ja, wie auch immer das macht. Nein, also. Karate Champ, liebe Freunde von Data East. Also ich kenne noch die Automatenfassung. Die sieht besser aus. Die spielt sich auch besser. Aber ich fand es nicht so großartig. Vielleicht kennt einer noch Ring King. Das habe ich auf dem Automaten auch gezockt. Das ist dann Boxen. Das war ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das auch von Data East war. Keine Ahnung. Die haben auch eine Menge gemacht. Also die waren ja sowieso mit einer Menge anderen Companies dabei. Die Arcades schon eine Menge zu reißen. Wenn die Demonstration jetzt durch ist, dann entlasse ich euch in den Tag. Danke für das Zusehen und das Mitleiden dieses unglaublich guten Titels. Einfach ein Titel, der zu Recht eine Legende ist, zu Recht in der Hall of Fame der Gameswelt ist und zu Recht sicherlich auch ein Maßstab ist für spätere Prügelspiele. Denn ohne Karate Champ, sind wir doch mal ehrlich, hätte es Street Fighter nicht gegeben, hätte es Mortal Kombat nicht gegeben. Und ganz wichtig, Dead or Alive Volleyball. Und das sind wir doch ehrlich, meine Herren. Das wollten wir doch sehen. Ja, also ich finde auch die Animationsphasen, ich finde das alles großartig. Ich finde das den Soundtrack gut. Ich finde das Setting gut. Oh, Weiß hat mal gewonnen. Erleben wir tatsächlich eine spannende dritte Runde? Also. Ich muss schon sagen, jetzt ist mein Herz schon ein bisschen am Pochen dran. Huha! Und was für ein Fußfeger. Habt ihr das gesehen? Was für ein Fußfeger. Das war nicht irgendein Fußfeger, sondern das war der Fußfeger. From Hell! Ja, jetzt gewinnt aber Rot dann doch wieder. Also ich denke schon, dass dies ein Spiel ist mit unglaublich tiefer politischer Aussage. Man könnte sagen, ein rückwärts gerichtetes Call of Duty.
Vielleicht ist das auch von Chinesen. Wer weiß das schon? So, Rot hat gewonnen. Ja. Was soll uns das sagen? Auf jeden Fall, ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir haben es jetzt geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, das Spiel ist nicht so gut wie Exploding Fist. Das Spiel ist nicht so gut wie Interstellar Karate. Aber für euch jetzt ab in die Kommentare. Viel Spaß. Tschüss.